Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen tollen Review. Heute mit Transformers Dark of the Moon Autobot Topspin. Topspin gehört natürlich ganz normal zu den Wreckers, genauso wie auch seine anderen Kameraden, die ich jetzt schon vorgestellt hatte. Er wird auch in dem typischen NASCAR-Design gehalten, allerdings in dem richtig geilen Kampfmodus mit ausgeklappten Waffen, ausgeklappten Panzerplatten etc. 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 Finde ich persönlich super geil. Und ich zeige euch auch gleich einmal die Packung, auf die möchte ich diesmal als erstes eingehen. Natürlich typisch NASCAR ist diese Figur von NASCAR natürlich lizenziert. Man hat hier ein schönes, ihr seht es hier, ein schönes NASCAR-Hologramm auch mit drauf. Und die Figur hat natürlich einmal den Kampfmodus im Fahrzeugmodus und einmal als Roboter mit seiner verlängerten Klaue. Das Schöne an dieser Figur ist, sie hat ganz normale Hände plus längere Greifarme plus die Waffe sind nochmal längere Greifarme. Klingt ein wenig unlogisch, ich finde es allerdings genial, es passt, es ist stimmig, es ist geil. Das Einzige, was mir an dieser Figur nicht ganz so zusagt, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist die Verwandlung. Die Verwandlung ist nicht gerade simpel, trotzdem macht sie einiges her. Ich zeige euch das jetzt aber gleich einmal. Als erstes, um euch die Details der Figur noch ein wenig näher zu zeigen, nehme ich einmal die Waffen komplett ab und zeige euch den Fahrzeugmodus noch mal ein wenig. Hier mit der 48, dann Lois als richtiges Trademark. Das heißt, es ist also wirklich eine echt existente Marke, die hier lizenziert wurde. Anschließend, was ich auch sehr toll finde, ist, man sieht hier, NASCAR Sprint Cup Series. Ein richtig geiles Detail. Der Motor natürlich im Silber gehalten. Ansonsten überall hier gespiegelt natürlich nochmal dasselbe. Hinten das Autobot-Symbol. Und unten drunter sieht man eigentlich nur, ja, ganz schlicht die Arme. Hier hinten sind noch einige Federungen abgebildet, in einem, ja, goldgelb gehalten, auch sehr schick. Und ansonsten, wie gesagt, hier diese ganzen ausgeklappten Transformationsteile, einfach nur geil. Denn in echt ist das Fahrzeug natürlich im Tarnmodus als Fahrzeug auf der Rennstrecke. Und wenn es dann natürlich gegen den Kampf der Decepticons geht, klappen überall die Waffen aus und die Fahrzeuge verwandeln sich auch dementsprechend. Sieht man auch sehr schön an dem Transformers The Movie Game für Revenge of the Fallen. Da gab es natürlich das allererste Mal in dem Spiel diesen sogenannten Angriffsmodus für die Fahrzeuge. So, kommen wir jetzt einmal mal zur Transformation. Die Transformation, wie gesagt, gefällt mir nicht so ganz. Ich zeige euch aber gleich wieso. Einmal dazu klappen wir die Arme nach unten weg. Anschließend die die Beine. So, nach unten. So. Die Beine können wir schon einmal ganz nach unten klappen. Hier oben haben wir ein doppeltes Gelenk drin, um sie so zu verlängern. So. Anschließend klappen wir die Beine nach innen. Klappen das allerdings vorerst mal nach unten, bevor wir die Beine zusammendrücken. Hier das gleiche noch einmal. Die Beine sind jetzt schon einmal fertig. So. Anschließend klappt ihr die Motorhaube einmal herunter. So. Dann klappt ihr einmal die Motorhaube anhand dieses, hier innen drin ist wie so ein Arm, so ein Gelenk. Klappt ihr den nach oben, klappt die Frontseite nach innen. Anschließend dreht ihr hier einmal die Beine einmal rum, klappt hier die unten im Torso die Hälften zusammen, dass sie so zusammen sind unten.
Anschließend klappt ihr die Arme und die Schultern auseinander. Dreht die Arme nach außen. So. Dreht die Arme. Das ist Nummer 1. Dann klappt ihr hier die Rückseite des Wagens auseinander. Das wären quasi die Waffenplattformen, die er bei sich hat. Klappt das einmal komplett nach hinten. Also so ist normal. Klappt es einmal nach hinten. Den Kopf, der hier vorne, ich kann es euch jetzt schlecht zeigen, hat hier oben einen Pin und der wird hier im Brustkorb verstaut, indem ihr den Kopf nach vorne drückt. So. Anschließend, wenn ihr das soweit fertig habt, dreht ihr einmal die Rückenteile so, einmal nach oben und zur Seite. Na, lasst sie natürlich nicht wie bei mir jetzt abkrachen. So. Anschließend klappt ihr so die Rückteile nach unten. Dreht einmal das Ganze so herum. So herum. No. So, dann klappt ihr hier oben die Gelenke einmal so zusammen. So. Dann nehmt ihr die Waffen. Er hat zwei unterschiedliche Waffen. Einmal die Shotguns und einmal die kleineren Guns. Die kleineren steckt er wieder hier oben aufs Dach. Eine Hand natürlich dementsprechend schlecht zu bewerkstelligen. So. Und jetzt könnt ihr ihm entweder die Shotguns auch wieder hier oben an der Seite befestigen, was natürlich für die Waffenplattform Sinn macht. Oder ihr könnt sie ihm hier in die Arme stecken. Das ist euch überlassen. So. Und schon haben wir Topspin verwandelt. Was mir jetzt an dieser Figur nicht ganz so gefällt, ist einmal die Waffenplattform oben. Die stehen sehr extrem nach oben über. Ihr seht es hier. Finde ich jetzt nicht so toll. Schöner wäre es gewesen, wenn man die zusammenklappen könnte. Die Arme, finde ich, sind super gelungen. Man kann auch richtig die Arme aufklappen. Hier ebenso. Das Schöne ist halt, wie gesagt, wenn ihr es aufgeklappt habt, ihr seht hier innen drinne, er hat noch normale Arme. Und dann habt ihr hier noch die Waffe. Vorne ein schönes großes Bolzengewehr, wie auch immer, denn er ist ja eigentlich Mechaniker oder auch Wrecker. Er baut und zerstört. Und wenn ihr hinten diesen Pin reindrückt, dann könnt ihr diese Waffe auch noch quasi, wenn ihr den nicht reinkriegt, sondern wenn ihr mit diesen Grauen rauszieht, könnt ihr quasi daraus eine Klaue werden lassen. Ihr könnt natürlich die Waffe ihm auch außen am Arm feststecken. Dann hat er quasi wie so einen Bogen. So, quasi. Kurz rauszoomen. So. Der, wie gesagt, diesen Bogen. Oder eben diese Klaue. Finde ich persönlich sehr geil. Schade, dass man diese Waffe natürlich nicht feststellen konnte. Oder nicht feststellen kann. Das heißt, ihr könnt hier höchstens etwas dazwischen klemmen. Hier oben. Dann hält es fest. Macht allerdings nicht so viel Sinn. So, anschließend könnt ihr natürlich auch noch die Waffenplattform rumdrehen. Das heißt, ihr habt einmal die Möglichkeit, sie so zu drehen. Denn hier sind, wie so eine Art Plasmakanonen drin. Dann dreht ihr einfach hier die Waffen herum.
Und dann hat er natürlich, wie ihr selbst seht, eine Heidenbewaffnung mit dabei. Sieht zwar geil aus, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Fan davon. Trotzdem, von der Bewaffnung ist er einfach ein Freak. Denn er ist wirklich eine wandelnde Waffenplattform. Von den Details her finde ich die Figur allerdings dafür sehr geil gemacht. Gehen wir mal ein bisschen näher auf die Details ein. Dazu muss ich mein Licht jetzt nur mal gerade neu positionieren. So. Fangen wir einfach mal mit dem Kopf an. Der Kopf ist sehr schön gehalten. Der Kopf ist mit diesen Platten ringsherum quasi bedeckt. Ich weiß nicht, ob es Rasterzöpfe darstellen sollen bei den Bots, allerdings trotzdem sehr geil gemacht. Ich denke mal eher, dass es wie so eine Art Kettenhaube darstellen soll. Er hat natürlich auch das sogenannte Lightpipe-Feature, ihr seht es jetzt hier. Ja, das ist natürlich schon sehr schön. Die Details, die Figur hat mehrere silberne Komponenten, gelbe Komponenten, vorne grauen Komponenten. Was ich natürlich auch sehr schön finde, ist der Brustkorb, der ist sehr schön detailliert und ausgearbeitet. Auch hier in den Schultern seht ihr hier oben sehr viele Details. Die Arme haben relativ viele Details, auch im Innenzentrum. Ihr seht hier überall Kabel, die im Brustkorb hier rausgucken und einfach, also von Details her gefällt mir die Figur sehr. Unten natürlich auch genauso beim Torso und die Beine an sich auch sehr stimmig gehalten. Was ich natürlich auch schön finde, sind die Räder, die quasi so zeigen. Also es ist, als wenn er natürlich wie so eine Art, wie bei Sideswipe, einen Rollmodus hat. Vielleicht nicht beabsichtigt, trotzdem sehr schick. Ihr seht hier nochmal ganz viele Details an den Beinen. Sehr schön gehalten. Die Waffe ist leider ein wenig unspektakulär gehalten. Einfach nur schwarz und grau. Ansonsten hinten, wie gesagt, die Waffenplattform sehr massiv. Ihr habt sehr, 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 sehr viele Waffen dran. 3 Stück pro Seite. Ihr seht hier halt nochmal die Plasmakanone, die Shotgun, die Laserkanone. Geil gehalten. Und wie gesagt, auf den Schultern hier noch die Auspuffrohre. Für mich, finde ich, muss ich sagen, ist die Figur sehr schön gemacht. Wie gesagt, wenn die Waffenplattform zusammenklappt, gefällt es mir am besten. Aber das ist Ansichtssache. Ich würde dieser Figur im Fahrzeugmodus 10 von 10 Punkten geben. Im Robotermodus 9 von 10 Punkten, wegen dem Jetpack. Beziehungsweise der Waffenplattform hinten, wie man es auch immer nennen möchte. Ansonsten ist die Figur sehr geil gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr sie bekommt, holt sie euch, die Wreckers allgemein. Es gibt leider nur 2 Wreckers in der Deluxe-Größe. Einer von ihnen, den gibt es leider nur in der Human Alliance-Figurengröße, außer bei Takara. Da gibt es ihn nochmal als Deluxe-Größe. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr ihn haben wollt, holt ihn euch. Es lohnt sich. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Wir sehen uns hoffentlich demnächst. Wenn ihr Fragen, Kritiken habt, wie immer, bitte einmal in die Kommentare posten. Und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Rexford.